Hey yo zusammen und willkommen zum Informationsvideo, wie angekündigt. Jetzt ist es soweit, jetzt dürft ihr gehypt sein. Vielleicht habt ihr es dem Titel schon entnommen. Das Community-Projekt startet bald. Genau, 11.3. Jetzt lasst mich da nur ganz kurz gucken. Okay, bis zum 4. Also, ich erkläre euch jetzt, wie das funktioniert, was es ist, worum es geht und so weiter. Vorneweg noch Videos, vermutlich erst wieder nach dem 12. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich am 4. und 5. genug Aufnahmen schaffe und die schnell genug hochladen kann für die Woche vom 6. bis zum 12. müsste es sein. Von dem her, da werdet ihr warten müssen, tut mir leid. Noch immer Unistress, aber ich habe es bald geschafft, am 3.3. ist vorbei. Genau. Es geht, das wird so geil, es geht darum, ich habe vor, mit euch ein Community-Spiel zu spielen, könnte man sagen. Das Ganze nennt sich Schlacht Mittelerde 2 Community Clash. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wird es darum gehen, das Spiel Schlacht Mittelerde 2 Aufstieg des Hexenkönigs. Die letzte Version müsste 2.0.1 sein. Also nicht Edain-Mod, sondern ganz standardmäßig 2.0.1. Ich glaube, das war die letzte Version, die aktuelle, oder 1.0.2. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es müsste 2.0.1 sein. Auf jeden Fall der letzte Patch. Der letzte offizielle EA-Patch. Das Ganze wird vermutlich über Hamachi laufen. Und ich habe eine Skype-Gruppe eingerichtet. Ich will nicht auf externen TeamSpeak-Servern rumhampeln, wo jeder rein kann. Deswegen habe ich mich für Skype entschlossen. Discord ginge auch, aber gefällt mir nicht so. Das ist nicht meins. Es geht ja auch bloß darum, die Spiele zum Laufen zu bringen, zum Starten zu bringen, dass jeder weiß, worum es geht, für Fragen zu beantworten und eine Plattform zu bieten, wo ihr euch austauschen könnt, wenn ihr denn wollt. Ich kann alles mitlesen, was ihr da schreibt. Also wenn ihr euch einen Plan macht, dann besser nicht in dieser Gruppe, weil das könnte ich mir durchlesen. Ich sag's nur vorneweg. Alle Links, alle wichtigen Links sind in der Infobeschreibung unten im Video. Da werden alle wichtigen Links sein. Alle wichtigen Links, ausnahmslos. Es gibt insgesamt, ich glaube, drei. Einmal der Link für die Skype-Gruppe zum Joinen. Wie man den genau benutzt, kann ich euch leider nicht sagen. Vielleicht müsst ihr den in den Webbrowser eingeben. Ansonsten schreibt es mir einfach einen Kommentar und fügt es mich hinzu. Ich werde euch auch noch meinen Skype-Namen geben. Dann könnt ihr mich adden und ich kann euch in die Gruppe reinziehen, falls ihr nicht wisst, wie das mit dem Link funktioniert. Ich habe noch nie eine Skype-Konferenz erstellt. Von dem her weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Die Skype-Gruppe heißt, kann ich euch gerade gar nicht zeigen. Upsi. So, das wollte ich euch alles gar nicht sehen lassen. Ja, werde ich wahrscheinlich noch mal rendern müssen, hilft nichts. Egal. Kann ich euch jetzt gerade leider nicht zeigen. Ist ein bisschen blöd. Sie müsste eigentlich auch Zoom 2 Community Clash heißen. Bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht könnt ihr suchen und so beitreten. Ist auch in Ordnung. Gut. Jetzt, worum geht's eigentlich? Es geht darum, viele Leute wollten immer wieder mal gerne mit mir spielen und ich kann nicht mit jedem Einzelnen zocken. Wenn ich mit jedem Einzelnen nur eine halbe Stunde spiele, bei 100 Leuten, das sind 50 Stunden Zockerei. Würde ich gern machen, klar, aber ich habe noch ein Real Life, Uni und andere Hobbys, denen ich alle nachgehen möchte, zu gleichen Teilen, nach Möglichkeit. Und manchmal will man auch einfach bloß chillen und Netflix gucken oder so. Nicht, dass ich das tun würde, aber ihr wisst schon, ne? Oder einfach was anderes machen. Deswegen gibt es jetzt den Community Clash und dieser verbindet die Elemente eines Ringkrieges mit dem Gefecht. Und ich werde euch jetzt kurz erklären, wie das funktioniert. Ganz wichtig, die Links unten schaut sie euch an, lest euch das Regelwerk durch, da sollte alles beschrieben stehen und dann können wir loslegen. Generell wird es so sein, dass wir gegeneinander spielen. Ihr, die Community, gegen mich. In einem selbst erstellten Ringkrieg. Und das sollte unglaublich cool werden. Ich glaube, sowas gab es auf YouTube noch nicht. Von dem her wird das mit Sicherheit richtig cool. Wie gesagt, Start, die erste Runde. Also ein Ringkrieg ist vorbei, sobald eine Seite die ganze Karte eingenommen hat. Solange wird dieses Projekt laufen. Das ist mein erster Versuch. Wenn das gut läuft, der anderen groß ist, der Channel wächst, es mir Spaß macht, es euch Spaß macht, das sind alles die Voraussetzungen. Wenn das alles gegeben ist und es läuft, dann wird es das häufiger geben. Dann ziehe ich das vielleicht weiterhin durch. Dann mache ich das weiterhin. Ich werde immer versuchen, es am Samstag um 18 Uhr zu machen.
ist für viele von euch vielleicht nicht der beste Zeitpunkt. Für mich ist es der. Und nachdem ich das Ganze auch ins Leben rufe, möchte ich da auch ein bisschen was für mich machen. Da kann ich einfach am besten 18 bis 20 Uhr ist das Zeitfenster, wo ich anberaumt habe. Wenn es länger dauert, gut. Wenn es kürzer dauert, auch in Ordnung. Generell wird eine Runde aus zwei Gefechten bestehen. Ihr seht es schon hier, einmal Angriff, einmal Verteidigung. Und ich glaube, am ehesten zeige ich euch jetzt mal die Map. Der Turnus wird 2 Wochen sein. Das heißt, alle 2 Wochen wird es eine Schlacht geben. Das Ganze wird auf Twitch gestreamt und anschließend auf YouTube hochgeladen. So. So schaut das Ganze aus. Vielen, vielen lieben Dank an Adi, der das Ganze möglich gemacht hat mit seinen Photoshop-Skills. Das ist die Karte von Schlacht um Mittelerde. Von Mittelerde. So, das ist die Karte. Blau bin ich. Rot ist die Community. Ihr seht es auch hier. Rot angehauchtes Icon. Ich blau angehauchtes Icon. Ganz intuitiv. Insgesamt gibt es 52 Regionen und diese sind jetzt unterteilt. Hier ein paar habe ich, ein paar habt ihr. Sieht so ein bisschen wie Risiko aus. Wer von euch Risiko gespielt hat, so ungefähr wird es hier auch laufen. Nur wird es viel heftiger werden und viel geiler. Kann ich euch schon versprechen. Ich bin so gehypt. Jetzt, wie kommt das Ganze zu einem Ringkrieg? Jetzt passt auf. Ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht. Wir werden nicht nur auf diesen Karten spielen, also hier seht ihr zum Beispiel, hier könnt ihr angreifen, da werde ich angreifen und dann hüpfen wir ins Gefecht und zocken das. Nein, sondern ihr müsst als Community strategisch gegen mich vorgehen, ansonsten habt ihr keine Chance. Denn es wird Punkte geben, Boni, wie im Ringkrieg auch. Und zwar bekommt ihr pro Region, ich natürlich auch, pro Festung, wie zum Beispiel hier Helms Klamm, und pro unterworfene oder eroberte Region, wie auch immer, Region, Gebiet, was auch immer, Rhovanion, Eriador, Gondor, Mordor und so weiter, bekommt ihr auch nochmal extra Bonuspunkte. Und diese Bonuspunkte könnt ihr für Spezialfähigkeiten ausgeben. Sprich, zum Beispiel eine extra KI für euer Gefecht in eurem Team. Oder ihr könnt sagen, hey, wir starten nur mit 500 Ressourcen statt mit 1000. Lauter solche Dinge. Ich habe mir da viele Gedanken gemacht, so viel wie möglich reinzubringen, dass es fair ist. Das Balancing könnte ziemlich off sein. Ich habe das halt noch nie gemacht. Von dem her weiß ich nicht, wie gebalanced das sein wird. Ich kann es nicht versprechen. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe versucht, es genauso gut zu machen, wie es geht. Und ich glaube, es ist mir auch ganz gut gelungen. Aber ich kann halt nichts versprechen. So. Also, ihr könnt euch innerhalb einer Woche, das heißt, sobald dieses Video draußen ist, habt ihr diesmal leider nur knapp eine Woche Zeit, abzustimmen, welches Land, welches Gebiet ihr angreifen wollt. Was ich angreife, ist fest vorgelegt. Da gehe ich strategisch vor und greife an, wo ich will. Hier zum Beispiel jetzt Rohan. Das dürft ihr dann verteidigen. Das ist aus eurer Sicht, ne? Also das hier ist aus eurer Sicht Verteidigung und Angriffsziele. Also, ich werde am 11.3. Rohan angreifen. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, ich werde noch eine Umfrage starten. Eine Woche bis zum nächsten Samstagabend. Ungefähr. Danach schließe ich die. Habt ihr Zeit? Jeder. Und ich hoffe, ihr macht das fair. Ich werde ich YouTube benutzen? Die YouTube-Umfrage? Soll ich die YouTube-Umfrage benutzen? Vielleicht. Schaut mal auf jeden Fall oben in die rechtsobere Ecke. Es müsste da irgendwo sein. Ich weiß nicht, Webcam ist immer ein bisschen blöd. Da gibt es so ein kleines i. Da drückt er drauf, da müsste eine Umfrage sein. Oder die Umfrage steht unten als Strawpoll-Link in der Videobeschreibung. Ich weiß es jetzt noch nicht genau. Ich kann es leider noch nicht sagen. Eins von beiden. Ich werde nicht beides machen. Wenn oben jetzt kein i ist, muss unten ein Link sein. Wenn unten kein Link ist, muss oben ein i sein. Und dort könnt ihr dann draufdrücken und dann abstimmen, ob ihr jetzt könnt ihr abstimmen, ob ihr Dagoland, Mordor oder die nördlichen Höhen angreifen wollt. Nach einer Woche gebe ich die Ergebnisse bekannt, update dieses Spreadsheet, diese beiden Google Docs hier oben werden verfügbar sein. Hier könnt ihr euch eintragen und das hier mache alles ich. Da habt ihr keinen Zugriff, nur Lesezugriffe. Genau. Also, ihr tragt euch, ihr votet jetzt, ihr stimmt ab. Wo wollt ihr angreifen?
Und dann könnt ihr zeitgleich dazu, je nachdem wie ihr wollt, hier euren Namen eintragen. Am besten euren YouTube- oder Skype-Namen. Platz müsste genug sein. Damit ich weiß, okay, wen gibt's alles? Nimmt's nicht irgendwie Peter 035. Und wenn dann noch ein Peter mit 036 kommt, ist irgendwie doof. Entschuldigung. Sondern halt eure Namen. Und ihr könnt euch zweimal eintragen. Einmal für Verteidigung, einmal für Angriff. Und ich werde es auslosen. Irgendwie. Ich werde das nicht im Video machen. Das dauert zu lang. Dauernd da ein Video zu machen, habe ich keine Lust zu. Aber ich werde das so fair, zufällig, aber so fair wie möglich machen, dass jeder mal spielen kann. Also, da tragt ihr euch ein. Ihr wollt es angreifen oder verteidigen. Angreifen. Je nachdem, wie die Community abstimmt, da spielt dann derjenige. Die Auslosung findet. Da war ich mir auch noch nicht ganz sicher. Einerseits wollte ich es ja erst am Abend machen, wenn das Spiel gespielt wird, damit ich so viele Viewer bekomme wie möglich. Auf der anderen Seite könnte es auch immer sehr, ja, sehr blöd sein, wenn die Leute sich Zeit nehmen, spielen wollen und dann nicht spielen dürfen. Und das kommt dann häufiger vor. Aber ich glaube, ich werde es. Mir zugunsten, ich bin jetzt da wirklich ein Egoist, so tut mir leid, aber so ist es jetzt. Ich bin ein Egoist, so, jetzt ist es raus, werde ich das am Abend bekannt geben. Ich werde es am Abend kurz vorher auswürfeln, auslosen, wie auch immer, wer spielt. Es kommt jeder mal dran. Also macht euch da mal keine Gedanken. Ich werde versuchen, jedem mal drankommen zu lassen. So fair, wie es geht. Aber halt auch irgendwie zufällig. Ich denke mir da noch ein gutes System aus. Nicht einfach nur lose ziehen oder so. Vielleicht wieder ein Punktesystem. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall hier dann eintragen, angreifen. Ihr könnt euch bei beiden eintragen. Ihr könnt aber nicht angreifen und Verteidigung pro Runde. Also das geht nicht. Wenn ihr jetzt als Angriff ausgelost werdet, scheidet ihr in der Verteidigung für diese Runde aus. Das ist nur fair. Also nicht, dass ihr zweimal hintereinander spielt. Das möchte ich nicht. Also nicht, dass einer zweimal hintereinander spielt. Das ist unfair. Sondern dass da ein anderer spielen darf. Genau. So, das war das. Dann kommen wir zum Regelwerk. Das habe ich hier. Das könnt ihr euch alles durchlesen. Da gehe ich jetzt nicht so direkt drauf ein. Wenn Fragen sind, Kommentare oder in die Skype-Gruppe, da werde ich auch immer wieder gucken. Aber besser in die Kommentare unter das Video. Ich bin da eher. Ich bin häufiger auf YouTube als auf Skype, in Skype. Also da eher in die Kommentare ist, glaube ich, besser. Lest euch die das Regelwerk hier unten, Regelwerk, lest es euch durch. Genau. Ganz genau. Denn wenn ihr daran teilnehmt, dann habt ihr teilgenommen und dann stimmt ihr jedem Punkt hier zu. Genau. Ganz wichtig ist noch, wenn ihr nicht könnt, dann streicht euch einfach wieder aus der Liste raus, vorm Abend. Also bevor es losgeht, das ist kein Thema. Wenn ihr am Abend dann weg müsst, wegen irgendwas passiert, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ist es auch kein Beinbruch. Also das echte Leben geht immer vor, kein Thema. Aber es wäre schön, wenn ihr euch dann rechtzeitig rauslöschen würdet. Ihr müsst mir nicht per YouTube Bescheid sagen, boah, ich kann doch nicht oder so. Muss nicht sein. Soweit nicht ausgelost ist, müsst ihr mir nicht Bescheid sagen. Ist kein Thema. Die Leute, die nicht spielen wollen oder nicht spielen können, weil sie das Spiel nicht haben, ihr könnt trotzdem zumindest voten, welche Karte ihr angreifen wollt. Und ihr könnt natürlich Kommentare und auf Twitch im Chat dabei sein. Keine Frage. Zum Spielen braucht ihr aber das Spiel, Skype und Hamachi. Das sind die drei Dinge, die ihr braucht. Das Spiel, Skype, Hamachi, Internetverbindung, Computer natürlich. Und nicht die schlechteste Internetverbindung. Wenn das Spiel dann dauernd laggt, macht's auch keinen Spaß. So, dann jetzt noch zu den Kriegspunkten. Wie gesagt, ihr bekommt ja pro Region, Festung und Regionen, die ihr unterwerft, Kriegspunkte. Pro Territorium 1, wie im Ringkrieg, halt Punkte. Pro Region, die ihr unterwerft, 5 und pro Festung, die ihr besitzt, 2. Also Festungen sind doppelt so viel wert wie Territorien. Regionen, wenn ihr habt, geben einen ordentlichen Bonus. Ich habe das Ganze jetzt aufgeteilt, so fair wie es ging, 37 zu 38, das wird automatisch berechnet. Ich werde dieses Spreadsheet auch nach jeder Runde aktualisieren. So, diese werden pro Runde am Anfang der Runde zur Verfügung gestellt und ich glaube, ich trage die irgendwo ein.
Ich weiß nicht mehr genau wo. Da fehlt jetzt hier noch was. Ah ne, Zuwachs, genau. Punkte Vorrunde ist 0. In dem Fall. Das müsste da sein. Also jetzt haben wir am Anfang 0. Zuwachs ist 37. Ist klar. Ausgegeben in der Runde wird am Anfang auch 0 sein. So, das heißt, ihr habt dann 37 Punkte. Und da fehlt noch etwas. Aktuelle Punkte, das mache ich dann noch. Also aktuelle und Punkte nachrunden, dass sich das aktualisiert und dass ich das dann immer schön machen kann. Da werde ich dann schon noch was machen, dass das gescheit funktioniert. Dass da kein Hackmack passiert. Und das passt. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das am besten hinkriege. Aber werde ich schon irgendwie machen. Manuell, keine Ahnung. So, und hier sind jetzt die Fähigkeiten, die ihr kaufen könnt. Ich natürlich auch, mit meinen Punkten. Das Ganze wird dann so laufen, wir werden in Skype kurze Konferenz machen, Voice Chat. 3, 2, 1 zähle ich runter und auf 0, also 3, 2, 1 und nach der 1 Enter drücken mit, ob ihr eine Fähigkeit aktivieren wollt oder nicht. Und wenn ja, welche. Ich glaube, irgendwo steht hier, dass ihr 2 machen dürft. Kriegspunkte. Man kann maximal 2 Kriegspunkte-Fähigkeiten pro Schlacht wählen. Also jeder Spieler kann maximal 2 Kriegspunkte-Fähigkeiten pro Schlacht wählen. Das bedeutet also zweimal brutale KI wäre möglich. Es sei denn natürlich, die Karte lässt es nicht zu. Wenn das eine Zwei-Spieler-Map ist, aus welchem Grund auch immer, dann geht das nicht. Pech gehabt. Dann müsst ihr euch was anderes auswählen. Handicap für den Gegner. Also wenn ihr jetzt sagt, hier, boah, ich gebe jetzt mal 300 Punkte aus, um dem Alex hier 30% Handicap reinzudrücken. Boom. Vielleicht ist das noch ein bisschen zu schwach geratet und zu overpowered. Ich werde mir da nochmal Gedanken machen. Ihr habt auch jetzt noch die Möglichkeit, am Balancing mitzuwirken. Schreibt mir eure Ideen in die Kommentare. Macht euch da auch mal Gedanken drüber, was möchtet ihr? Denn es soll fair sein. Es soll fair gebalanced sein, dass die brutale KI ähnlichen Nutzen stiftet wie jetzt das Handicap 30, was mit 300 Punkten vielleicht ein bisschen arg zu gut ist, weiß ich nicht. Einen festen Standpunkt wählen. Normalerweise ist das immer Zufall. Keiner kann seinen Standpunkt wählen, außer er gibt hier, ich will dahin, dahin, dahin. Außer bei der Festungskarte. Da ist der, der in der Festung spielt, natürlich in der Festung. Der andere ist dann zufällig. Das ist klar. Startgeld und so weiter. Viel mehr gibt's leider nicht. Das gibt das Spiel, soweit ich jetzt gesehen habe, nicht her. Aber das sind so ein paar Dinge, die ich machen konnte. Und sie sind, glaube ich, ganz nett. So. Im Großen und Ganzen wäre es das auch schon gewesen. Das ist der StarCraft 2. Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Community Clash. Ihr gegen mich. Regelwerk, Karte wird aktualisiert. Jetzt noch eine Woche Zeit zum Abstimmen. Und dann, sobald das Video oben ist, das Video vom 11.3., wenn wir spielen, wenn wir gespielt haben, dort werde ich dann wieder alles aktualisieren. Hier mögliche Angriffsziele, bla bla bla. Und dann habt ihr wieder eine Woche Zeit zum Voten. Also das wird immer ziemlich Schlag auf Schlag gehen. Für mich ist es ein Riesenaufwand, das zu machen. Und deswegen werde ich jetzt etwas tun, was kein YouTuber jemals machen sollte, aber ich tue es trotzdem. Denn nur aus Fehlern lernt man. Ich bitte euch, weil ich selbst kann es nicht machen, das kommt scheiße. Ist so, sorry, aber es ist einfach so. Ich brauche hierfür wirklich Spieler. Und ich weiß aus Erfahrung, dass ungefähr 10% bloß aller Leute YouTube, meiner Abonnenten, jeder Abonnenten Videos gucken, aktiv sind, Kommentare schreiben, das ist so. Und von diesen 10% schreiben nur Leute Kommentare. Also das ist wirklich marginal, das sind sau wenige. Sprich, ich brauche Spieler. Wenn ich jetzt bloß 5 Leute habe und 90% fallen in der Regel aus, weil das einfach ein Wert ist, von dem ich ausgehen muss, dann habe ich einen halben Spieler pro Runde zur Verfügung, wobei ich mindestens 2, wenn nicht gar manchmal sogar 4 brauche. Festungskarten. Da spielen nämlich mehr als bloß 1 gegen 1. Steht auch im Regelwerk. Also Helms Klamm zum Beispiel wäre es 2 gegen 1 oder 3 gegen 1, je nachdem. Von dem her jetzt die Bitte. Macht's nicht spammen und nicht aggressiv, aber schaut, dass er Leute für dieses Projekt gewinnt. Da brauche ich einfach eure Hilfe. Ist so. Geht's, sucht's nach Kanälen, die auch noch aktiv Herr der Ringe machen oder schreibt's Leute direkt an, Freunde, teilt es auf Facebook,
keine Ahnung, Twitter, Instagram und Snapchat, was es nicht all gibt, rührt die Werbetrommel wirklich für dieses Projekt. Ich glaube, sowas gab es nämlich auf YouTube noch nicht. Nicht mit diesem Spiel zumindest. Und es wäre schade, wenn es mangels Spieler ausfallen müsste. Es wäre wirklich traurig. Ich erhoffe mir sehr viel von diesem Projekt, dass wir da mehr zusammenrücken, enger miteinander kommunizieren und einfach nur Spaß haben. Zu gewinnen gibt's nichts, außer Ruhm und Ehre, das ist klar. Zu verlieren aber auch nichts, außer Ruhm und Ehre. Und von dem her, wie gesagt, das wäre richtig toll, wenn das funktioniert. Gut, ich muss jetzt Pause machen, Ende machen, denn ich muss wieder lernen. Bis zum 3.3. habe ich noch, danach ist erstmal vorbei. Und am 11.3. geht's dann los. Wie gesagt, nächste Woche Samstag ist das Voting zu Ende. Was ist das für ein Tag? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht, was das für ein Tag ist. Auf jeden Fall so viel dazu. Ich hoffe, ich habe jetzt damit keinen verärgert. Auch kein YouTuber, der dann lauter Kommentare liest. Boah, der macht es und blups. Ihr müsst nicht unbedingt den Kanal teilen. Ich weiß nicht, wie ihr es am geschicktesten anstellen könnt. Keine Ahnung. Kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Vielleicht so in der Richtung, hey, wenn euch das interessiert, super Video, schaut's mal hier rein, der macht jetzt was ganz Tolles. Die YouTuber dürfen auch mitmachen, klar, wenn ihr da zum Beispiel Kaun trefft irgendwo in Skype, ihr habt seinen Kontakt, oder auf YouTube, ich glaube, er hat eine Pause gemacht, hat aufgehört, oder Battlezone, oder Steinchen, interessiert mich nicht, wer, ist mir wirklich egal, wer es macht, jeder Mensch zählt, also das ist wirklich. Dann schreibt sie einfach an, hier habt ihr Lust, boom. Wenn ich das mache durch den YouTube-Algorithmus, und irgendwo sag hier, ich mach auch, blub, der blockt es sofort und schiebt es in den Spam und dann verschwindet es einfach in der Versenkung. Das ist das Problem, wenn ich das mache. Wenn ihr das macht, glaube ich, funktioniert das eher, ich weiß es nicht. Okay, jetzt habe ich allerdings genug gelabert, das Video dürfte viel zu lang sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Ich hoffe, ihr seid aufgeregt, gehypt, geil auf das Projekt von mir aus auch. Und dass ihr uns helft, da ein richtig schönes Projekt draus zu machen, dass es toll wird, dass wir Spaß haben und vielleicht auch ein paar neue Leute dazu gewinnen, die dann auch mitspielen, mitfiebern, Ideen einbringen, sich für uns einsetzen hier, was kreieren, keine Ahnung. Aber es wäre richtig toll, wenn das was werden würde. Und vielleicht wird das sogar was Dauerhaftes. Also ich probiere das jetzt einmal durch, wie das funktioniert. Wie gesagt, ich brauche halt wirklich Spieler. Und jeder einzelne von euch geht's raus in die Welt und schreit es raus. Hier, Community Clash, Herr der Ringe, geiles Spiel, geile Communities, Midstream, Midkarte, eigener Ringkrieg, boom! Und dann läuft das Ding. Okay. Das war's. Wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. We'll be right back.